Im September 2011 wird One Young World in Zürich veranstaltet werden. Das One Young World Forum ist eine Plattform für junge Führungskräfte mit dem Ziel, dass ihre Visionen von den heutigen Weltführern gehört werden. Letzte Woche gab die Bürgermeisterin von Zürich bekannt, dass Zürich den Zuschlag als Gastgeberstadt für die Veranstaltung erhielt. Es werden über 1500 junge Führungskräfte erwartet. One Young World Mitbegründerin Kate Robertson erklärt ihre Ziele. Wir wollen sicherstellen, dass jedes einzelne Land von seinen besten jungen Leuten vertreten wird. Das ist das Ziel für Zürich. Das Ziel der One Young World Botschafterin Ellie Rocks aus Großbritannien ist ebenfalls hoch gesteckt. Für mich persönlich ist die Mission von One Young World, das möglich zu machen, was vorherige Generationen für unmöglich hielten. Für Mitbegründer und Global CEO von Havas Worldwide, David Jones, besitzt die junge Generation großes Potenzial. Es ist eine einzigartige Generation. Sie haben Zugang zu unbegrenzter Ausbildung und Wissen über das Internet und durch soziale Medien und der Digitalrevolution. Sie haben unglaublichen Einfluss und Kraft, etwas zu ändern. Wir möchten diese Kraft der Jugend für positive Veränderungen nutzen. Kate Robertson sagt, dass junge Führungskräfte sich von der amtierenden Elite unterscheiden. Jemand, der eine Regierung führt, versucht heute an der Macht zu bleiben. Jemand, der ein Unternehmen führt, schaut auf Quartalsergebnisse. Aber eine junge Führungskraft schaut, was das aktuelle Handeln in 20 Jahren bewirken wird. So sollen One Young World Delegierte und Botschafter führen und der Rest von uns in realen Weltführungspositionen dieser jungen Führung folgen. Real World Leadership Positions to follow that young leadership. Im Februar wurde das erste One Young World Forum in London veranstaltet. Über 800 junge Führungskräfte aus 112 Ländern nahmen daran teil. One Young World hat 6 Hauptinteressen: Umweltschutz, Dialog zwischen Glaubensrichtungen, die Rolle des Welthandels, die Entwicklung globaler Führungskräfte, Medien und deren Einfluss und die Weltgesundheit. NTD News, Zürich, Schweiz.